Heute möchte ich euch das Cubic Texture Pack vorstellen. Ja, das ist ein ganzer Gegensatz zum vorherigen Texture Pack, was ich euch vorgestellt hatte, und zwar zum Circles Pack. Weil beim Circle Pack waren ja in jedem Block Kreise enthalten und hier sind in jedem Block irgendwelche Vierecke oder auch Quadrate enthalten. Also eine spezialisierte oder eine spezielle Form von ja, Vierecken. Wir sehen es hier, Lava ist ein bisschen pink und Wasser ist eigentlich auch nahezu unverändert, vielleicht ein bisschen heller gemacht. Aber sonst, schauen wir uns mal die Blöcke an. Es ist eigentlich alles im noch minecrafterigen Look gehalten. Das hört sich irgendwie blöd an. Aber in jedem Block, der sowieso schon, sag ich mal, viereckig ist oder quadratisch, sind nochmal Vierecke bzw. Quadrate. Also, es ist sehr, sehr schön gestaltet und es wirkt auch irgendwie cool. Und ich finde die Idee auch wirklich ganz nett. Also, genau wie bei dem Circles Texture Pack, ja, da war es ja so, in jedem eckigen Block waren Kreise drin. Jetzt sind in jedem eckigen Block, weil, also, ja, auch in den Druckplatten, die natürlich auch eckig sind, aber ihr wisst schon, wie ich meine, überall, was eckig ist, ist auch nochmal was Eckiges drin. Und ich finde die Idee irgendwie klasse, in einem Viereck noch ein Viereck und dann vielleicht noch ein Viereck, so wie bei den Blättern hier zu platzieren. Das ist ein Viereck, wo nochmal vier Vierecke drin sind und wo nochmal Viereck drin sind. Also, finde ich eine super schöne Idee. Das Texture Pack ist auch wirklich schön designt und die Idee wird wirklich gut umgesetzt und deswegen auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Hey meine lieben Freunde, ich hoffe das Texture Pack Review hat euch gefallen. Wenn ihr euch das Texture Pack herunterladen wollt, klickt einfach auf den Download-Link, der sich in der Videobeschreibung befindet. Und wenn ihr nicht wisst, wie man ein Texturenpack in Minecraft installiert, dann schaut doch auch einfach mal in die Videobeschreibung. Dort ist ein Link zu dem Video von mir, wo ich erkläre, wie man einen Texturenpack in Minecraft installiert. Ja, das war's dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute.